Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Wir sind im Hause der Ambers angekommen. Oh, da guckt eine Brust raus. Ah, das ist Kunst. In der Kunst darf man das. Ja, und wir spielen nun ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel und versuchen natürlich zu verheimlichen, dass wir abhauen wollen. Setzen uns einfach mal hin. Ja, wir fühlen uns wie zu Hause. Warum auch nicht? So, this is what normal looks like. It's somehow way more boring and way weirder than I imagined. It's crazy to picture Rachel growing up here and being happy here, at least before she met me. And now I'm taking her away. Or is she taking me away? This doesn't really seem like the kind of place people run away from. What am I saying? Fuck this place. Ich find's merkwürdig, dass sie das so sieht. Ehrlich gesagt. Ich find's schon fast ein bisschen unrealistisch. Also, ich meine, ich will jetzt hier die Spielemacher auch nicht kritisieren über die Gestaltung von Chloes Charakter, aber Chloe ist jemand, die ihren Vater verloren hat und ja, die Familie hier ist auch nicht so intakt, wie sie zu sein, also wie der Schein ist, das wissen wir ja, denn er macht hier mit dieser Alten rum, wie wir letztes Mal erfahren haben, wie hier in dieser Akte steht, diese Sarah Jarrett. That's the guy who attacked Drew. Glad I gave him und the cash. Er kennt sie, er weiß, dass sie eine Verbrecherin ist, irgendwie in kriminellen Aktivitäten mitmischt und er ist der fucking Staatsanwalt und hat irgendwas mit ihr am Laufen, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, hier ist irgendwie ganz schön die Kacke am Dampfen, aber immer ein bisschen was Privates zu sagen. Ich bin selber Scheidungskind, meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und ich fand's immer, auch wenn man das als Außenstehender nie, nie wirklich final beurteilen kann, aber ich fand es immer mega gemütlich und hab mir sowas im Geheimen immer ein bisschen gewünscht, wenn ich bei Freunden zu Hause war, so mit 10, 11, 12 Jahren und dort waren Mutter und Vater und dort war die Rolle dann so, dass die Mutter gekocht hat und der Vater vielleicht irgendwie gerade wirklich die Zeitung gelesen hat oder sowas. Das war immer das, was ich nie hatte und ich fand das immer mega. Für mich kam das immer mega perfekt vor als Kind und es war jetzt nicht so, als hätte ich eine schlechte Kindheit gehabt oder so deswegen, aber es ist komisch. Ich finde es seltsam, dass Chloe, die es ja auch nicht hatte, weil ihr Vater tot ist, einen Unfall hatte, dass sie sagt, boah, das ist voll scheiße hier und ich kann mir nicht vorstellen, wie man hier glücklich sein kann. Ja, es ist fake. There's like not even a single Cheeto stuck in this thing. Es ist fake, aber es ist trotzdem etwas, was sie nicht hatte, deswegen, aber wir machen mal weiter. So, Glückwunsch zur wundervollen Besetzung und Crew von Der Sturm. Es tut mir so leid, dass ich nicht da war, ein Notfall kam dazwischen. Ich liebe euch, sagt Rachel. Juliet sagt, es tut mir so leid. Warum tut es dir so leid? Du steuerst das Feuer nicht, oder doch? Chloe hat sich meisterhaft gehalten. Hey, Steph. Gibt's was Neues von Mikey? Er erholt sich. Das hier ist nicht der richtige Ort für diese Unterhaltung. Texte mir, wenn du reden willst. How to clear browser history, followed by a gap for all of yesterday? That's like cheating asshat 101. Poor Rachel. Golfverkauf, The Beacon, gesunder Lebensstil, Incognito Tab. Incognito Tab ist geil. Wie benutzt man Incognito? Wie löscht man seine Browser-Chronik? Kleingeschäfte, Notfest, okay. Ja, und da sind nämlich dann danach auch 2 Tage, wo der Browser-Verlauf fehlt. Auch geil, dass sie einfach hier so mal Computer rumschnüffelt. They say all news is local, but damn. Feuer wächst trotz Bemühungen aller Behörden. Größtes Feuer in der Geschichte Arcadias. Verängstigte Bewohner und stellt Autorität vor ein Rätsel. It's like a thousand times more skeevy when the skeeviness is all polite to your face. Reden wir mal mit ihm.
Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just wanna shake her? Yeah. Me neither. So, you're a district attorney, huh? I'm your district attorney. So I can call you if I'm ever district arrested? What would you be arrested for? It was a joke. Not a good one, clearly. Duty calls. Good chat, Mr. Amber. Mm-hmm. Geiler Typ. Naja, wenigstens gaukelt er nicht vor, irgendwie höflich zu sein. What the Amber family considers entertainment looks a lot like what I consider homework. So, mal gucken. Da. Solved it. Wird überall Dirt hingeschrieben, was auch immer das sein soll. Für ein Wort. Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers, I guess. Ja, dann fragen wir die Mutter gleich mal, was wir so tun können. So clean. I bet Rose would kill it with my mom at the diner. If I open this, will skeletons come spilling out? No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Hey, Drew. Hey, Price, tut mir leid, was ich gesagt habe. Du hast nur versucht zu helfen. Nein, mir tut es leid, Drew. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Das war so abgefuckt. Ist okay, Mikey geht's gut. Mir geht's gut, er sagt danke. Sag ihm Hallo von mir. Mach ich. Ich muss die Mutter uns erst den offiziellen Auftrag geben, was wir tun sollen. Something about this photo doesn't seem right. I should fix it. Staatsanwalt James Amber greift hart durch bei Drogen. Can't tag this while Rachel's mom is right there. She totally bust me. Okay, ich muss sie loswerden. Was können wir die machen? Wo ist das Messer? Wir sind in der Küche. Hi, Rose. Your husband's sieht gut aus, dieses Chicken à la... Pass the ketchup. Hammer. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. So, Rachel was pretty awesome tonight. Yes, she was. Though, to be fair, she's pretty awesome every night. I wish I were half as driven when I was her age. Me too. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. What's it like being married to the DA? Much like being married to anyone else, I imagine. But with a lot more secrets, right? Secrets? Like attorney-client privilege and all that. Well, as district attorney, he brings cases against criminals on behalf of the state. He doesn't defend them. Of course not.
What did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I only really read a couple pages. Theater's not really my thing. I guess I'm not so into saying words someone else came up with. Fair point. Then again, I'm not sure you can judge the entire art form based on the dead white men your curriculum focuses on. Damn. Shots fired, Shakespeare. So, you putting me to work, or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. You're a riot, Chloe. All right, Chloe. Yeah, right. You've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. It's off to the table with you. Okay, das wird sie wohl hinbekommen, oder? Steck, Gläser. Oder macht sich Sorgen, mal lesen, was die schreibt. Chloe, die Mutter von Justin Williams hat mich gerade angerufen. Du warst Teil der... Mein Gott. Du warst... Wie schnell schreibt die Mutter denn? So schnell könnte meine Mutter nie eine SMS schreiben. Du warst Teil der Aufführung? Das hätte ich gerne gesehen. Ist einfach irgendwie passiert. Ich weiß, es war in letzter Minute. Es freut mich, dass es dir gut geht. Es wäre schön, dich heute Abend zu sehen. Kommst du nach Hause? Bitte, Chloe, ich vermisse dich. Lass mich am Arsch lecken, ich komme nicht nach Hause. Hau ab mit Rachel, oder das versuche ich zumindest. Ah, vermutlich würde es nicht klappen. Wie kann ich die Mutter weglocken? Yes, Chloe? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Something else? What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, your wife. Let's say sherry. Okay. 1, 2, 3, sherry. Sie ist einfach so scheiße. Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Hard to say. Maybe she's rebelling against something. Or someone. What would Rachel have to rebel against? We've given her everything she could ask for. Yet, I'm not sure I buy the narrative you laid out this morning in the principal's office. Rachel is not known for following along with anything she doesn't want to. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship. But perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Okay. Wenn du das denkst. Thanks. Normalerweise ist es wirklich verständlich, wenn Eltern sich Sorgen machen, wenn ihre Kinder Umgang zu Leuten wie Chloe haben, die gerade von der Schule geworfen wurde und Drogen nimmt. Yes, Chloe? Trinkt. The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy looking cabinet, right? You got it. Ah, sie ist schon cool.
bin ein bisschen affig, dass die Frau ihren Mann nicht selber fragt. So weit sitzt er jetzt auch nicht weg, als dass man da mal kurz rüberrufen könnte. It's the triangle shape one. Basic shapes. Now you're speaking my language. Ist doch kein Dreieck. Oder nennt man es trotzdem triangelförmig? Wo sollte ich es nochmal hinstellen? Hier? Das winzige Glas. So, wo ist der Wein? Yes, Chloe? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle. Right? You are a paragon of preparedness. Thanks. I think... Time to light some candles and... Lass this joint up a bit. Wo sind denn die Kerzen? Hat sie das gesagt? Hä? Wo sind die Kerzen? Ach so, die Kerzen stehen da schon. The Amber family and fire. What could possibly go wrong? Steck brauchen die nicht, scheinbar. Richtig gute Stimmung beim Abendessen. Wahrscheinlich ist es aber auch vielleicht einfach so lecker, dass keiner reden möchte. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? I wish. Rachel's all honors. I'm still trying to get into remedial... What's it called? Vocabulary. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Yeah, it's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? You never know where a deadly spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the commissioner's office suggests arson. Arson? Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Family's not merely a gift, it is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never Rachel eskaliert gleich richtig. Taken for granted. Rachel beruhigen. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel! crap. I'm so clumsy. Rachel, can you come help me find another Stop fork? Stop it, Chloe. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad! You're a hypocrite!
okay? I know! You lying, cheating, piece of shit, motherfucker! Excuse me? We saw you. Excuse me. Yesterday, at the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Think we saw? Are you trying to gaslight us? There's no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. Best part. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Wir sind im Hause der Ambers angekommen. Oh, da guckt eine Brust raus. Ah, das ist Kunst. In der Kunst darf man das. Ja, und wir spielen nun ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel und versuchen natürlich zu verheimlichen, dass wir abhauen wollen. Setzen uns einfach mal hin, ja? Wir fühlen uns wie zu Hause. Warum auch nicht? So, this is what normal looks like. It's somehow way more boring and way weirder than I imagined. It's crazy to picture Rachel growing up here and being happy here, at least before she met me. And now I'm taking her away. Or is she taking me away? This doesn't really seem like the kind of place people run away from. What am I saying? Fuck this place. Ich find's merkwürdig, dass sie das so sieht. Ehrlich gesagt. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Wir sind im Hause der Ambers angekommen. Oh, da guckt eine Brust raus. Ah, das ist Kunst. In der Kunst darf man das. Ja, und wir spielen nun ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel und versuchen natürlich zu verheimlichen, dass wir abhauen wollen. Setzen uns einfach mal hin, ja? Wir fühlen uns wie zu Hause. Warum auch nicht? So, this is what normal looks like. It's somehow way more boring and way weirder than I imagined. It's crazy to picture Rachel growing up here and being happy here, at least before she met me. And now I'm taking her away. Or is she taking me away? This doesn't really seem like the kind of place people run away from. What am I saying? Fuck this place. Ich find's merkwürdig, dass sie das so sieht. Ehrlich gesagt. Ich find's schon fast ein bisschen unrealistisch. Also, ich meine, ich will jetzt hier die Spielemacher auch nicht kritisieren über die Gestaltung von Chloes Charakter, aber Chloe ist jemand, die ihren Vater verloren hat und ja, die Familie hier ist auch nicht so intakt, wie sie zu sein, also wie der Schein ist, das wissen wir ja, denn er macht hier mit dieser Alten rum, wie wir letztes Mal erfahren haben, wie hier in dieser Akte steht, diese Sarah Jarrett. That's the guy who attacked Drew. Glad I gave him und the cash. Er kennt sie, er weiß, dass sie eine Verbrecherin ist, irgendwie in kriminellen Aktivitäten mitmischt und er ist der fucking Staatsanwalt und hat irgendwas mit ihr am Laufen, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, hier ist irgendwie ganz schön die Kacke am Dampfen, aber immer ein bisschen was Privates zu sagen. Ich bin selber Scheidungskind, meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und ich fand's immer, auch wenn man das als Außenstehender nie nie wirklich final beurteilen kann, aber ich fand es immer mega gemütlich und hab mir sowas im Geheimen immer ein bisschen gewünscht, wenn ich bei Freunden zu Hause war, so mit 10, 11, 12 Jahren und dort waren Mutter und Vater und dort war die Rolle dann so, dass die Mutter gekocht hat und der Vater vielleicht irgendwie gerade wirklich die Zeitung gelesen hat oder sowas. Das war immer das, was ich nie hatte und ich fand es immer mega
für mich kam das immer mega perfekt vor als Kind und es war jetzt nicht so, als hätte ich eine schlechte Kindheit gehabt oder so deswegen, aber es ist komisch. Ich finde es seltsam, dass Chloe, die es ja auch nicht hatte, weil ihr Vater tot ist, einen Unfall hatte, dass sie sagt, boah, das ist voll scheiße hier und ich kann mir nicht vorstellen, wie man hier glücklich sein kann. Ja, es ist fake. There's like not even a single Cheeto stuck in this thing. Es ist fake, aber es ist trotzdem etwas, was sie nicht hatte. Deswegen. Bad enough without having to read about it afterwards. Hope Mikey's okay though. Aber wir machen mal weiter. So, Glückwunsch zur wundervollen Besetzung und Crew von Der Sturm. Es tut mir so leid, dass ich nicht da war. Ein Notfall kam dazwischen. Ich liebe euch, sagt Rachel. Juliet sagt, es tut mir so leid. Warum tut es dir so leid? Du steuerst das Feuer nicht, oder doch? Chloe hat sich meisterhaft gehalten. Hey Steph, gibt's was Neues von Mikey? Er erholt sich. Das hier ist nicht der richtige Ort für diese Unterhaltung. Texte mir, wenn du reden willst. Hm. How to clear browser history. Followed by a gap for all of yesterday. That's like cheating asshat 101. Mutter ist diese Sarah Graham, oder wie die hieß, nicht Graham, aber so ähnlich Sarah irgendwas, auf jeden Fall Sarah. Das ist die Mutter von Rachel Amber. Der Vater trifft sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit mit der Mutter. Wahrscheinlich ist das wirklich eine komplette Scheinehe, die er führt, weil sie ein Junkie ist oder keine Ahnung, was mit ihr los ist, aber scheinbar hat er scheinbar lebt der Vater komplett in einer Scheinwelt, um seine berufliche Laufbahn zu schützen oder keine Ahnung, was der Grund dahinter ist, aber ja, die Mutter scheint es ja zu wissen. Also ihre Mutter muss ja wissen, dass sie nicht die Mutter ist von Rachel und ja, okay, vielleicht weiß sie deswegen nicht unbedingt, dass er sich mit ihr noch trifft, das ist nicht unbedingt gesagt, aber ja, vielleicht ist das Ganze wirklich nur ein Arrangement. Bringen wir mal hier weiter. Du hast die Schuld für Rachel auf dich genommen, das haben 80% auch so getan wie ich. Du hast deine Taschen auf Davids Nachdruck geleert, hat eine leichte Mehrzahl gemacht. Du hast Damon das Geld gegeben, das haben nicht so viele gemacht, ein Drittel nur. Ja, ich hatte halt Schiss um seinen Bruder, um Drew. Dass er wirklich so zusammengeschlagen wird, dass er seine Karriere als Footballspieler die Zukunft wäre für seine Familie, die Lösung wäre für seine Familie, dass er das quasi verliert alles. Du hast Rachel nach einem Kuss gefragt, haben 73% der Leute, 13% nur Tattoo machen. Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen scheiße, weil das sind ja Pläne für die Zukunft. Deswegen fand ich das mit dem Tattoo ein bisschen affig. Und das Armband geben, ja, ein Armband auch tauschbar und ein Zeichen und ich fand, es war ein sehr, sehr guter Moment für einen ersten Kuss. Also es ist wie ein Bilderbuch, mehr oder weniger. Also deswegen perfekt. Besser geht's eigentlich nicht. Genau, das haben wir in der letzten Episode ja schon, also in Episode 1. Dann wir mal weiter. Du hast nicht mit Elliot über das Stück geredet, haben 79%. Du hast dich entschieden, nicht zum Stück zu gehen. Du hattest vor, mit Elliot zum Stück zu gehen. Stimmt, ich habe ihm das verschwiegen mit dem Stück, weil ich aber auch in dem Moment nicht sicher war, ob das Stück am gleichen Tag ist. So, ich wusste halt nicht, ich habe im Kopf gehabt noch, ich habe es ja auch erwähnt im Let's Play, dass ich mit Rachel eigentlich was machen wollte. Ich wusste nur nicht, ob beides geht, beziehungsweise nacheinander. Ich war ja jetzt mit Rachel auch nicht so fest verabredet für den ganzen Abend. Vielleicht meinte er ja auch davor oder keine Ahnung. Du hast dich geweigert, nur anzufangen. Du hast zugestimmt, mit David nur anzufangen, haben auch die meisten. Du hast den singenden Mann nicht auf das Armaturenbrett des Trucks gestellt. Ich habe ihn auf das Armaturenbrett gestellt, ja. Du hast deine Schuld mit Frank nicht beglichen. Ab 98%, du hast deine Schuld mit Frank beglichen. Hä? Was für eine Schuld mit Frank? Hatten eine Schuld bei Frank? Wann hätte ich die begleichen sollen? Wir haben doch ihm das Geld beschafft. Oder nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Du hast Steph nicht gesagt, dass Rachel Single ist. Genau, das habe ich ihr nicht gesagt, weil sie ist es nicht. Also in dem Sinne. Klar ist sie Single, aber ich finde es jetzt nicht verwerflich, da nicht ihr auf die Nase drücken, ja, die ist Single, wenn ich genau weiß, ich fange selber gerade was mit ihr an, mehr oder weniger, oder selbst wenn sie nicht ganz sicher ist,
Sie weiß ja auch nicht, was Rachel gerade fühlt und ne, denkt. Drücke ich einmal nicht aufs... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Du hast Drew das Geld nicht zurückgegeben. Ja, konnte ich nicht. Ich habe es ja dem Drogenbaron da geben müssen, diesem Damon. Du hast Samantha keinen Rat gegeben, dass Samantha... Du hast Samantha gesagt, Nathan zu vermeiden. Du hast Samantha gesagt, Nathan Raum zu geben. Du hast Samantha gesagt, Nathan zu helfen. Haben auch die meisten... Ah, nee, Samantha keinen Rat gegeben haben die meisten. Okay. Die haben wahrscheinlich einfach vergessen, mit ihr zu sprechen. Dann danach nochmal. Die meisten haben sich aber dann für Nathan helfen entschieden. Ich war auch ein bisschen am Schwanken zwischen helfen und Raum geben. Hier in Köln sagt man, jeder Jeck ist anders. Also jeder Mensch ist da anders drauf. Du hast Victoria ermutigt, am Stück teilzunehmen. Du hast Victoria vor dem Stück ermutigt. Du hast Victoria vor dem Stück konfrontiert. Du hast Victoria vor dem Stück ausgetrickst. Ja, ziemlich ausgewogen das Ganze. Du hast Rachel gesagt, dass du eine Autoreise machen möchtest. War auch alles relativ ausgeglichen. Los Angeles haben die meisten gesagt, New York die wenigsten. Rachel hat James beim Abendessen angegriffen. Du hast James beim Abendessen. Ach so, das wäre dann gewesen, wenn ich direkt eskaliert wäre. Okay, ja, finde ich eigentlich so besser gelöst, dass Rachel quasi das angesprochen hat und nicht wir. Dann schauen wir mal, was in der nächsten Episode passiert. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt einen Teaser. Beziehungsweise, das war ja eigentlich gar kein Teaser, beziehungsweise das war schon ein Teaser, aber ich weiß noch, am Ende der ersten Episode haben wir auch einen Teaser gehabt, wo sie in dem Outfit, was sie auch gerade anhat, vor der Tür steht, so vor der Tür lehnt und die Tür zuhält und jemand an die Tür klopft und sagt, wo ist mein Geld? Und das ist gar nicht eingetreten in der Episode, fällt mir gerade auf. Deswegen, keine Ahnung, was damit genau ist und keine Ahnung, ob wir diese Szene sehen werden in der dritten Episode. Fest steht, die Episode erscheint am 20. Dezember. Das liegt wahrscheinlich zum Ausstrahlungszeitraum dieser Episode schon in der Vergangenheit. Das heißt, vielleicht bin ich sogar so schnell, dass direkt morgen es weitergeht mit Episode 3. Das schauen wir dann mal. Mich würde auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch zur letzten, dritten Episode Life is Strange Before the Storm wieder dabei sein werdet. Es gibt ja auch noch eine vierte Episode wohl. Ich habe ja diese Deluxe Edition, wo man dann noch eine vierte exklusive Edition hat, in der Max dann nochmal vorkommt oder wo man vielleicht sogar Max selber steuert. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr bei der dritten und bei der letzten Episode dann noch dabei wärt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent. Headshot.